Leute, ich zeige euch heute, wie ihr das DVD-Laufwerk in MacBooks 2012 oder älter auswechseln könnt gegen einen Caddy für Festplatten. In dem Fall eine HDD anstatt einer SSD. Wir fangen an. Zunächst nehmen wir das MacBook, drehen es einmal um, öffnen den Deckel, aufschrauben alle Schrauben. Aktuell habe ich keine drin. Dann sehen wir hier links direkt schon das leere Fach. Da habe ich schon mal das Laufwerk ausgebaut. Das war nämlich komplett kaputt. Die DVDs hat er nicht mehr genommen und da hat es auch nicht mehr ausgespuckt. Das heißt, das habe ich schon mal entfernt. Und das zeige ich euch kurz, wo ihr hin müsst. Und zwar habt ihr hier eine Schraube und dort hinten unten drunter eine Schraube. Da kommt man nur hin, indem man dieses Teil löst. In dem Fall hier die Schraube lösen. Zeige ich euch gleich. Zunächst fangen wir hiermit an. Wir haben hier den Caddy. Wir würden erstmal die Festplatte vorbereiten. Ich will diese Blenden lösen. Man kann entweder hier diesen Schacht nehmen oder hier die. In meinem Fall muss ich die hier nehmen, weil sonst die Platte nicht mehr reinpasst. Das heißt, ihr dreht die um, nehmt in dem Fall den Schraubenzieher und drückt einfach mal kurz hier durch. Guckt, dass alle vier offen sind und dann haben wir hier diese Blenden, die ziehen wir einfach ab. Weiter, wir nehmen einmal die Platte, stecken sie rein, reinstecken und randrücken. Einen Moment. So, einmal ein bisschen mit dem Schraubenzieher dran gedrückt und dann sitzt es. Und wir können auf der Rückseite jetzt jeweils die Löcher sehen. Das heißt, da machen wir jetzt die Schrauben, die wir eben ungewollt auf der falschen Seite reingesteckt haben, einfach hier rein und schrauben es fest. Und das passt. Und ich bin gleich wieder da. Wir haben jetzt einmal die Festplatte eingebaut, haben die vier Schrauben befestigt und nun können wir das Gerät hier einbauen und zwar genau so. Das heißt, ihr habt hier diesen Konnektor, den habe ich hier nochmal dran gelassen und ihr steckt das dann gleich da rein. Wir machen jetzt als erstes dieses Gerät weg. So, in dem Fall ist das ein Torx bzw. Pentalob. Hier habe ich noch ein extra Set, das heißt, wir schrauben einmal die Schraube hier raus. Das ist nur die eine. Dort gehen wir einmal rein und drehen die Schraube raus. Genau, einmal gelöst. Das heißt, jetzt können wir dieses Teil hochschieben. Das ist in dem Fall die Lautsprechereinheit. Und können nun das Laufwerk drunter schieben, drunter biegen sozusagen. Das heißt, wir machen das einmal hier. Beziehungsweise ich mache in dem Fall diesen Adapter ab. Den müssen wir nämlich als erstes hier dran stecken. Den nimmt er einfach und steckt hier dran. Weil nachträglich das Flachbandkabel ist eher dran zu stecken, als das Teil dazwischen zu klemmen. Das ist eher unmöglich. Das heißt, wir gehen einmal hier drunter, packen es rein, gucken nochmal, dass das Kabel kurz getrennt wird, das von der SSD. Packen es rein. Stecken den hier erstmal drauf und stecken dann ihn hier drauf. Gucken, dass es auch sitzt, weil bei den Flachbandkabeln ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, der will gerade mal nicht. So, jetzt sitzt er. Muss man gegebenenfalls nochmal austauschen, das Panzertape ist aber erstmal irrelevant. So, und jetzt macht ihr einmal wieder das hier runter, damit es hier drauf sitzt und schraubt die Schraube wieder rein. Somit hält auch wieder der Lautsprecher. Das Kabel ist in dem Fall vom Display. Das heißt, das biegt man einfach wieder hier dazwischen, so wie es vorher auch war. Das heißt, jetzt schrauben wir es einmal wieder rein. Und haben es einmal befestigt. SSD steckt wieder dran, Laufwerk steckt dran, beziehungsweise die neue HDD. Oder in dem Fall die alte HDD. Und jetzt zeige ich euch noch, wenn wir hochfahren, dass er die Festplatte auch erkannt hat. So, ihr könnt jetzt schon sehen, dass zwei Platten angezeigt werden, einmal HDD und einmal Macintosh SSD. Die werden jetzt schon angezeigt. Hier sieht man schon 160 GB. Ich hatte die nämlich vorhin schon mal formatiert mit einem externen Gehäuse. Und ihr seht, die wird ganz normal als interne Platte angezeigt. Wichtig ist zu beachten,
Die zwei SATA-Anschlüsse haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Der SATA-Anschluss, wo jetzt die SSD drin steckt, hat SATA 3. Und der andere Anschluss, wo das Laufwerk drin gesteckt hat, wo jetzt die HDD drin steckt, hat nur SATA 2. Somit sind die Übertragungsraten auch extrem niedriger oder viel geringer, wodurch man immer daran denken sollte, die Platte richtig einzubauen. An den richtigen Schacht. So. Das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch mich auch freuen. Dankeschön.